Hi Leute, ich mal wieder mit einem neuen Video. Das Video habe ich schon mal aufgenommen und auf einen anderen Kanal von mir hochgeladen. Diesen Kanal habe ich aber jetzt geschlossen und daher möchte ich das auf meinem privaten Kanal, wo es um mein Leben geht und meine Behinderung und meine Krankheiten nochmal aufnehmen. Außerdem möchte ich es ausführlicher behandeln. Es geht um das Thema Multiple Sklerose. Ich leide seit meinem 18. Geburtstag an Multiple Sklerose und dazu gibt es viel zu sagen. Die Krankheit ist weit verbreitet. Viele von euch werden viel darüber wissen oder selbst sogar haben, aber viele von euch werden auch die Krankheit vielleicht gar nicht kennen oder nur wenig darüber wissen und ich möchte euch darüber informieren. Ich hoffe, euch interessiert das und ihr schaut das Video bis zum Ende. Und ihr gebt ein Like dafür. Ich habe die schwerste Form von MS. Ich stecke sozusagen in einen Dauerschub. Bei mir legt sich die MS auf die Augen und auf die Füße. Ich kann nicht mehr gehen. Und ja, was ist MS? MS kann in dem Sinn jeder bekommen, weil es im Körper steckt und durch Stress, Schockerlebnisse, Depression oder andere Sachen ausgelöst werden können. Man kann es aber auch einfach so bekommen. Es ist in dem Sinn, das Immunsystem wandelt sich so um, dass es die eigenen Körperzellen angreift. Das beginnt im Rückenmark und das Immunsystem, die weißen Blutkörperchen, greifen die Nervenbahnen an. Jede Nervenbahn, der Körper ist voller Nervenbahnen, die die Bewegungen steuern. Und und jeder Nerv ist von einem Mantel umgeben, der den Nerv schützen soll. Und die weißen Blutkörperchen greifen diesen Mantel an. Und umso verletzter dieser Mantel ist, umso schlechter leidet der Nerv. Also kommt es dann zu Ausfällen wie Empfindungsstörungen, schlechter Sehen, Sprechstörungen, alles Mögliche. Bei mir hat es zum Beispiel mit einer Empfindungsstörung im Oberschenkel auf der rechten Seite angefangen. Der war 3 Monate lang taub, also nicht ganz taub, sondern wenn man drauf gegriffen hat, hat es so wie wenn man eingeschlafen wäre, hat sich angefühlt. Und mein Gangbild hat sich auch verschlechtert. Das ist aber nicht so aufgefallen, weil ich ja von Grund her eine Spastik habe. Das ist wieder eine andere Krankheit. Aber und daher schon schlecht gegangen bin. Aber es ist dann irgendwann schon deutlich aufgefallen, dass ich nicht mehr lange genug stehen konnte. Für eine Zigarettenlänge oder so und dass ich halt nur mal ganz kurze Strecken gehen konnte und dann wurde ich von der Neurologie aufgenommen. Das wird ganz einfach getestet, indem man eine Nadel ins Rückenmark bekommt, also in den Rücken. Das wird mit so einem Betäubungsspray betäubt, tut also nicht weh, also ist wie normale Blutabnahme oder so, aber da wird zwischen den Wirbeln in die Liquorflüssigkeit, so nennt man das, die befindet sich im Rückenmark, wird Liquorflüssigkeit abgezapft und wenn die trüb ist, ist es ein Indikator für MS, was aber noch nicht hundertprozentig bedeutet, dass man MS hat, sondern nur ein Zeichen dafür ist. Dann wird diese Flüssigkeit abgeschickt und dann wird ein Test damit gemacht. Ich kann nicht genau sagen, wie das getestet wird, aber dann kann man feststellen, ob man MS hat. Bei mir war es halt, wie gesagt, so, dass ich innerhalb von 3 Jahren, ich glaube 3 Jahren, das Gehen verlernt habe, jetzt ziemlich schlecht sehe, auch total stark schiele, was auch teilweise an der Spastik liegt, bei mir eine Grunderkrankung, aber weil es auch aufs Auge geht, aber
auch großteils von der MS ist. Und was kann ich noch dazu sagen? MS ist, man nennt sie auch die Krankheit der 1000 Gesichtern, weil man sie in jeglicher Form haben kann. Sie kann alles im Körper betreffen. Man kann Sprechen verlernen, man kann Bewegungen verlernen, so wie eine Halbseitenlähmung. Es wird auch oft mit einem Zeckenbiss verwechselt, weil es ähnliche Symptome sind. Man kann eine ganz leichte Form von MS haben und mit den richtigen Medikamenten einen Schub und dann nie wieder was. Oder man kann es so wie ich haben, dass man eigentlich dauernd in den Schub steckt, obwohl man eigentlich sagen kann, dass ein Schub nur maximal 4 Wochen dauern kann, aber dass halt ein Schub nach dem anderen kommt und man sozusagen dauerschubig ist. Man nennt es Schub, weil das ist halt, wenn ein Bereich im Hirn oder im Rückenmark entzündet ist, dann verschlechtert sich halt irgendwo im Körper was und das nennt man dann Schub. Bei mir geht es halt auf die Augen, also wenn ich schlechter sehe, weiß ich, dass ich einen Schub habe. Aber da ich jetzt prinzipiell schon sehr schlecht sehe, lässt sich das auch sehr schwer auseinanderhalten, was jetzt eine deutliche Verschlechterung ist, also nur Schub, oder was prinzipiell schon schlecht geworden ist. Ja, wie gesagt, 1000 Gesichter, weil es unzählige Formen von MS gibt. Soweit ich weiß, gibt es jetzt 5 Medikamente gegen MS. Ich kann euch jetzt nicht alle aufzählen, also bei Namen. Aber ich habe alle 5 ausprobiert und bin leider auf alle 5 allergisch geworden. Ich hatte einen anaphylaktischen Schock bei einer und habe dadurch einen Atemstillstand gehabt, also was ganz Akutes. Und das hat bei mir eine, wie heißt es? Es fällt mir gerade nicht ein. Moment. Histaminintoleranz ausgelöst. Histamin schüttet der Körper selbst aus. Wird aber auch produziert, wenn man Alkohol trinkt, also gegärten Alkohol oder bei Tomaten und ähnlichen Obstsorten und Gemüsesorten. Ich habe ja gehört, Tomaten fallen unter Obst, aber ich bin mir nicht sicher. Und halt bei Alkohol ganz stark. Und ich vertrage auch keinen Alkohol, weil ich dann sofort Atemnot bekomme. Tomaten vertrage ich mittlerweile halbwegs. Also es ist besser geworden, aber zum Beispiel auch Schokolade. Das war ganz schlimm für mich am Anfang, weil ich bei Schokolade total aufgegangen bin und keine Luft mehr bekommen habe. Auf jeden Fall kann ich nur bei der MS, wenn man zurück auf die MS kommt, kann ich nur mit Cortison behandelt werden. Deswegen sehe ich im Moment auch so aus, weil ich eine Cortisonakne habe und vor knapp 4 Wochen 6 Einheiten Cortison bekommen habe. Das nennt sich bei mir Solodacodin. 1 Milligramm. Oder 1 Gramm. 1 Gramm sogar. In den 6 Einheiten, 6 Infusionen. Und jetzt kommt das halt voll bei der Haut raus. Und ja, das ist bei mir halt so. Wenn man die Medikamente verträgt, dann ist es gut. Dann lässt sich das sehr gut behandeln und man kann es relativ zum Stillstand bringen. Ich habe aber auch im Internet gelesen und ich verlasse mich darauf nicht, weil das viele Leute sagen, aber es kann auch total falsch sein. Es ist bei jedem anders, dass wenn man nicht behandelt werden kann, dass man maximal 50 Jahre alt wird. Also dass man an der MS stirbt. Das ist aber heutzutage eigentlich nicht mehr so. Das hört man nur mal ganz selten. Nur in manchen Foren habe ich das gelesen im Internet. Wie es bei mir aussieht, da ich nicht behandelt werden kann, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass mein Zustand körperlich sich immer wieder weiter verschlechtert. Nur ich bekomme halt von Cortison und von einem Medikament, das ich genommen habe, das heißt das habe ich ständig Lungenentzündungen bekommen. Und vom Cortison bekomme ich auch immer Lungenentzündung.
weil das Immunsystem runtergeschraubt wird. Man muss das Immunsystem runterschrauben, weil dann das Immunsystem aufhört, den Körper anzugreifen und diese Entzündungen nicht mehr entstehen. Und ja, das sind so meine Informationen zur MS. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großartiges vergessen. Wenn ihr mehr wissen wollt oder bestimmte Fragen habt, mache ich gerne noch ein Video dazu. Ich habe es jetzt nicht so ausführlich behandelt, aber ja, ich habe jetzt mehr über mich erzählt. Aber ich kann nur von meinem Fall ausgehen. Ich kenne nicht so viele Menschen mit MS. Ich kenne nur ein positives Beispiel. Also für mich sehr positives Beispiel. Ein Freund von mir, der ist jetzt, er redet nie über seinen Geburtstag, aber der wird jetzt so 50, 56 sein. Und der hat schon seit 30 Jahren MS und geht am Stock. Also dem geht es noch relativ gut. Nach 30 Jahren. Der lässt sich gut be also bei dem lässt sich das gut behandeln. Und ja, das war's dann eigentlich. Ciao, Leute.